Wir haben Sie gebeten, uns Ihre Sommerabenteuer zu schicken. Was Sie machen, wo Sie hingehen, was Sie tun. Wir haben viele Antworten bekommen und können nicht überall sein. 5 Abenteurer stellen wir Ihnen in dieser Woche vor. Heute sind es Christian Lamberti und Anne Blum aus Trier. Christian ist Werkzeugmechaniker und Anne ist Erzieherin. Und ihr Abenteuer ist, dass die beiden jetzt Hauptdarsteller und eben auch Bösewichte sind. In dem Jugendmusical Rachel. Rachel, dieses Musical wird zu sehen seinem Weltjugendtag hier in Köln, aber die Uraufführung findet heute Abend in Trier statt und um 10 Uhr ist Generalprobe. Reporter ist Steffen Halaschka. Steffen, ist für die Generalprobe schon alles fertig? Ja, alle Gewerke am Start sozusagen, wie wir hier wir Theaterfachleute sagen. Um 10 Uhr wird dann auch Publikum anwesend sein zur letzten Generalprobe. Und damit erfüllt sich dann das, worauf hier 7, 8 Monate die Darsteller aus verschiedenen Ländern, 8 Nationen allein stehen, auf der Bühne hingefiebert haben. Aber dieser Mann hier geht schon sehr viel länger schwanger mit dem Projekt. Johannes Maria Schatz ist Leiter des Jugendbildungszentrums des Bistums Trier, hat diese Idee geboren und dann ja auch, Herr Schatz, das Grundstück vollbringen müssen, aus den vielen Ideen ein Drehbuch quasi, ein Skript zu machen. War es sehr, sehr schwer, damit sich da jeder wiederfindet mit seiner Idee zu Rachel? Wenn ungefähr 20 Jugendliche an einer Geschichte schreiben, ist es natürlich schwer, das nachher zusammenzubringen. Aber, also nur als Beispiel, es ist von einer Gruppe, die eine Storyline entworfen hat, im Grunde genommen nur noch der Titel übrig geblieben, nämlich Rachel. Und bei vielen anderen Gruppen ist auch viel rausgefallen. Wir haben dann aus diesem ganzen Material im Grunde genommen ein Szenenbuch geschrieben, sind dann in einen zweiten Workshop gegangen, wo ich dann zusammen mit meinem Produktionsassistenten Götz Burger die Jugendlichen die Lyrics schreiben lassen habe. Und dann hatte ich mich über Weihnachten, Neujahr 2003, 2004 eingebuddelt bei mir zu Hause und das Textbuch geschrieben. Und sehr aufgeregt, dass es heute Abend dann endlich zum ersten Mal gezeigt wird? Ich bin auch relativ ruhig, weil wir hatten jetzt einen super Probenplan, der eingehalten werden konnte. Die erste Generalprobe ist gestern gut gelaufen, die Leute haben gut reagiert. Deswegen glaube ich, können wir ganz ruhig an die Sache gehen. Viel Erfolg dafür. Ich will noch mal nach Anne schauen, die oben auf der Bühne sich die Szene von Christian anschaut. Übrigens, mehrere Sprachen sind zu hören, denn zu den Ideen der beteiligten Jugendlichen gehörte es auch, dass alle 5 Sprachen des Weltjugendtages dann auch auf der Bühne zu hören sind. Anne, guten Morgen nochmal. Guten Morgen. Anne, ihr seid ja privat ein Paar, Christian und Sie, das Einzige eigentlich im Ensemble? Nein, es haben sich noch welche gebildet. Während der Probenarbeit, ja? Ja. Und jetzt gibt es da eine Dame, das ist nämlich Rachel, die Hauptfigur, die mit Christian jetzt gerade alias Damian dieses Duett singt. Ist es ein komisches Gefühl, ihn da auf der Bühne mit einer anderen Frau rumflirten zu sehen? Nein, also da bin ich schon ein bisschen professionell. Wir sind so, wenn wir im Musical spielen, mehr Geschäftspartner, also kein Paar. Aber Sie hatten schon ein bisschen Musical-Erfahrung im Gegensatz zu Christian. Mussten Sie ihn lange überzeugen? Ich habe halt gemeint, ja, willst du dich nicht mal bewerben, mehr so aus Spaß? Und dann sagt er so, nein, ich doch nicht. Und dann habe ich gesagt, und dann 5 Minuten später meinte er, ja, doch, okay. Und dann ging es an, ich glaube, 8 oder 9 Probenwochenenden für beide auf die Marienburg. Da wurde ja außerhalb der beruflichen Zeit, also in der Freizeit, das Stück erarbeitet. Und die beiden haben eine Kamera dabei gehabt und Videotagebuch geführt. Hier sieht man unseren Probeort. Das ist die Marienburg bei Cochenzell. Schauspielproben, bei denen wir professionelle Hilfe zur Hand hatten. Hier ist eine Schauspielszene. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und selbst abends haben wir noch gesungen. Wir konnten nicht genug bekommen. Das ganze Wochenende ging um Musik. Selbst Rachels Songs wurden neu interpretiert, etwas rockiger. Und Supermänner sind geboren. Und hier ist der Supermann, Christian Lamberti, der gerade noch auf der Bühne stand. Die Anna hat mir gerade verraten, Christian, so ganz begeistert waren Sie auf den ersten Blick nicht bei der Idee, Musical zu machen, als diese Zeitungsanzeige auftauchte, oder? Ja, ich war erstmal ein bisschen kritisch, das muss ich zugeben. Und inzwischen Gefallen gefunden? Also Sie beide spielen ja gemeinsam in der Band, singen war Ihnen vertraut, aber Musical war ja schon eine andere Nummer. Nee, ich bin jetzt auf jeden Fall umgestimmt und total begeistert.
Aber ihr habt vor euch jetzt das Gastspiel in Köln beim Weltjugendtag, dann noch eine kleine Tournee, aber dann wird es ja vorbei sein. Was kommt dann nach Rachel für die Musical-Karriere von Christian Lamberti? Ich meine, der Name ist schon mal gut für eine Musical-Karriere. Das weiß ich ja leider noch nicht. Ich weiß nicht, wenn sich jemand melden sollte. Ich glaube nicht, dass ich das Angebot abschlagen werde. Das hier ist die Treppe, der Chor ist gerade aufgetreten zur Schlussszene für den ersten Akt. Die Treppe, die nachher zur Generalprobe für Sie auch wichtig ist, aber heute Abend ja auch. Und dann wird diese Halle, die Dreharena, zum ersten Mal mit ein paar tausend Leuten besetzt sein. Haben Sie sich schon mal ausgemalt, was das für ein Gefühl sein wird? Ich habe es mir mal ausgemalt, ja, aber so genau weiß ich das jetzt auch nicht. Wie war denn das Gefühl, zum ersten Mal überhaupt nach den Proben in den kleinen Räumen auf die große Bühne hier zu gehen? Das ist eine gigantische Halle. Das ist ein umwerfendes Gefühl, auf jeden Fall. Man kann es schlecht beschreiben. Vor diesen ganzen Stühlen. Noch sind sie leer, aber heute Abend werden sie besetzt sein. Und haben Sie denn Mittel gegen Lampenfieber? Mir nichts anmerken lassen. Ganz cooles Pokerface, aber es entspricht ja auch der Rolle. Der Damian ist ja auch so ein eher cooler, düsterer Typ. Ich sag viel Erfolg für heute Abend und wir gucken uns ein bisschen von der Schlussszene an. Übrigens im Französischen. Justice, die Schlussszene des ersten Aktes. Okay. Justice. 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 Großes Kino, große Dramatik. Und morgen dann mehr Bühnenarbeit von mir im Kinderzirkus in Darmstadt. Ich danke auf jeden Fall dem Ensemble von Rachel das Musical. Heute Abend Welturaufführung. Alles Gute dafür. Ich wünsche euch viel Erfolg. Und nach Köln. Danke Sven. Viel Erfolg auch von uns hier aus Köln für die Truppe. Aber eins musst du noch klären für uns, bevor du verschwindest. Ja. Wer zum Teufel ist Justine? Justice, Judith, Justice, das ist französisch. Ach, ich denke nur an Frauen. Zweites wäre Gerechtigkeit. Na, Gerechtigkeit, sagen wir Franzosen. Justice. Mais oui, aber darüber hinaus, sage mir noch mal, warum ist wieder Judith die Böse, die Zicke, die Doofe? Das kann doch nicht nur an diesem Holofernes und dieser Kopfabgeschichte liegen. Nee, das liegt, glaube ich, dann vor allem an dem Ruf, den du, liebe Judith, diesem Namen dann beigebracht hast, via weltweite Fernsehausstrahlung. Wir gucken mal, ob wir das morgen noch schaffen, dich zu sehen. Ciao, ciao. Das war unsere Reportage heute. Ob es morgen eine gibt, das werden wir noch besprechen müssen.